Schauen wir uns dazu an. Hau mal einen coolen Spruch raus. Neues Lifestyle-Video. Hau mal einen coolen Spruch raus. Nö. Sehr gut gemacht, Lexi. Wir sind mal wieder stolz auf dich. Direkt wieder in Paris hingeschissen. Einfach direkt den ersten getroffen, der Ola Kala trägt in Paris. We're international, bro. Das perfect, guys. Die Bilder von den Mädels machen. Spanish, okay. Sie. It's my Spanish fans. 4%. Lass einfach international unterwegs, hä? Oh, that's my man. Für alle die, die es nicht wussten, aber die Franzosen fühlen gar Englisch gar nicht. Die feiern das 0,0%. Null. Exactly. Okay, André, nicht schlecht, nicht schlecht, muss ich sagen. Okay, also André ist der neue Typ, oder was? Wir ist der neue? So eine authentische Unterhaltung sozusagen darzustellen, während das Ganze hier abfotografiert wird. Das heißt also, es ist eine komplett gescriptete Nummer hier. Schade, dass wir Spenny nicht dabei haben. An der Stelle auch mal wirklich ernst gemeint, Paris, eine sehr, sehr schöne Stadt, absolut sehenswert. Sorry, man, what the fuck? Can I take a picture of you? I'm a street photographer. Wie nennt ein Sohn... Wie nennt ein Sohn seinen DJ? Wir nennen einen DJ seinen Sohn. Excuse me, sir, what do you think about it, please? Eric, man sieht, man kann nicht die Höhe wirklich erkennen. Es ist wirklich sehr hoch. Also, sieht schon schön aus, muss man ehrlich sagen. Ja, kann man nicht, ist ja geil. Komm, jetzt ein Joris. Ja, aber nur einmal ganz kurz, okay? Komm, Polizei. In Deutschland kannst du nicht kaufen und du kannst auch nicht mal in Deutschland bestellen, auch in Frankreich gar nicht. Und deswegen haben wir uns das hier gerade gekauft. Zika Plus Spray. Das brauche ich auch. Macronage. Ich habe es noch nie gegessen, ich bin gespannt. Macron ist very good. So Leute, natürlich ganz jetzt. Bro, was passiert hier? In Paris essen gehen. Ich bin komplett am Arsch. Ich hätte jetzt gerade einpennen können. Aber die Madame. Und die haben sich kurzerhand entschieden, hier Live-Musik zu bringen. Hört mal rein in den Hasen. Der Song existiert noch? Den Song habe ich legit 6 Jahre nicht mehr gehört. Den Song habe ich 6 Jahre, aber null. Nirgends. Genau. Okay, stopp. Wir sind verabredet um 11 Uhr, dass wir weitermachen. 7.30 Uhr und der Hund wird mir ins Gesicht gelegt. Ich verstehe es nicht, was hier los ist. Liebes Tagebuch, kurzes Depressionsupdate. Ich komme mir manchmal auch so dumm vor, ne? Wenn ich dann so anfange darüber zu sprechen. Ich habe gestern mit Sascha mal wieder ein bisschen geschrieben. Und Sascha hat so, weil ich habe mit Sascha auch ein komisches Verhältnis in der Zeit gehabt. Wisst ihr, ich war hin und wieder bei ihm zum Drehen, das war auch irgendwie geil. Dann hatten wir neulich einen Dreh, der hat nicht so gut geklappt. Das Video haben wir auch nicht hochgeladen. Das hat so nicht gewiped, das war irgendwie so komisch. Und Sascha und ich haben noch nie ein Video gedreht, was nicht gewiped hat. Stimmt. Aber ich habe jetzt mit ihm gestern und heute wieder ein bisschen geschrieben. Und er hat halt so voll nachsichtig gezeigt, so, ey, dass er das versteht. Wenn es einem mental nicht gut geht und so. Und auch mit meinen anderen Jungs muss ich mich jetzt mal wieder gescheit connecten. Mit den Ängsten, die man einfach hat, Digga, die bilden den eigenen Charakter so krass ab. Und ich habe gemerkt, wie ich mich so voll komisch verändert habe. Auch wahrscheinlich, weil ich mit meinen Jungs nicht abgehangen habe. Das mal von meiner Seite aus, was diese Thematik angeht als Update. Ich hoffe, ihr könnt in letzter Zeit ein bisschen die Vlogs enjoyen. Ein bisschen die Depression-Updates Mischung mit der Mischung aus dem, was ich so am Erleben bin. Ja, Mann, der Kurs geht auf jeden Fall raus, dass ihr nachsichtig seid und für die ganzen Kommentare. Ja, wir haben halt gedreht und... Ich glaube, wir hatten halt so Missverständnisse. Zum Beispiel habe ich so aus Spaß gesagt, ey, Doc, schaust du nicht mehr meine Videos und so. Und er hat es halt so ein bisschen ernst aufgefasst. Aber eigentlich war der Dreh in Ordnung, sage ich mal. Aber trotzdem haben wir danach so, ja, ich glaube, das ist nichts geworden. Und es war das zum ersten Mal so seit Ewigkeiten, deswegen, ja. Aber ich habe daraus kein Big Deal gemacht. So, ich weiß ja, wie es um ihn steht. Und ich habe auch zu ihm gesagt... And his name is John C. Danke für die 1000 Bits, Mate. Ja, ich habe dann aber auch zu ihm gesagt, so, ey, alles gut, ich kann verstehen, welche Situation er ist, deswegen, ja. Unglaublich zu schätzen, es ist sehr, sehr geil zu wissen und mir macht es viel, viel einfacher, einfach auch wieder Sachen so zu teilen. Wirklich geil. Vielen, vielen Dank euch auf jeden Fall an der Stelle. Es gab ja in letztes ein bisschen Struggles mit dem Fleece Drop, weil wir da ein bisschen zu wenig gemacht haben, auch nochmal sorry dafür. Es gibt noch 3 Colorways vom Fleece Online, wenn ihr Bock drauf habt, schaut gerne im Shop vorbei, ich habe es euch unten verlinkt. Ja, Mann, ansonsten
Kurz gesagt, fürs Zugucken, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ja. Hä? Bro, was war das für ein Outro? Okay. Überraschendes Ende. Daily Dose, let's go. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. So apparently wrinkly eggs exist. A chicken's egg can become wrinkled due to old age, stress, or because they're sick. Das sieht komplett falsch aus. Hä, aber die Schale ist ganz normal. Hä? So this is gonna be the worst delivery driver of all time, right? Bro, ey, er hat aber, es kann nicht, der kann nicht worst sein, weil er hat hier genau reingetroffen. Schlimmer wäre es, wenn er gegen die Hauswand oder so wirft. Clean. Einfach wie ein Frisbee. Ey, vom Aim her war es sick. God. This guy's PS5 completely melted in a house fire, but somehow still works. Oh mein Gott, Bro, die sieht vor allem insane cool aus. Die sieht ehrlich cool aus. How many months? Right now? 20 years? Oh. So, this is kind of sad and dystopian. This huge group of people were seen live streaming under a bridge in China. Was ist das denn? Das ist ja ein Event, richtig? Also, das muss ja irgendein Event sein, also... Ey, sowas, das ist mir schon zu hoch. Ich hasse es gibt auch so Karussells, die fahren viel höher, so auf dem Jahrmarkt und so. Ich vertraue den Dinger nicht, ich schwör's dir. Ich habe schon mal erzählt, diese TÜV-Stempel, wer weiß für wie viel Euro die man bekommt, null Vertrauen und sowas. Null. This guy found a rat inside of his oven. And one of them ended up in our freaking oven. Gute Küche. So I turned it on 450 degrees for 45 minutes and now our whole house stinks like rat. Burnt rat. I'm hoping dead burnt rat. It's dead. Ah! You can shrink almost any plastic bottle by pouring boiling hot water into it. Was? Wow. What? So this cool toy is called a levy wand. Star Wars shit. Aber next level. Star Wars. This guy wanted to see what would happen if he played dead in front of his horse. Yeah. This photographer has taken a picture of the New York City skyline every 30 seconds for the past 7 years. Wow, this is huge, man. Oh my god, wie cool sowas ist. Boah, hätte er das ein bisschen früher beendet, das Projekt, hätte er es als NFT verkaufen können für Millionen, sage ich. NFTs. Big. A photographer captured video of a waterfall in Utah going in reverse due to strong winds. Okay. Bro, was? I had no idea that giant rivers of lava could move this fast. Ey, warum chillen die da? Aus irgendeinem Grund auf einmal macht es die Kurve. Bro, wie können die da chillen? Cute. One of my subscribers sent me this video explaining that they have a hermit crab that loves to run on hamster wheels. Digga, wie cool, hä? Ey, guck mal, wie lässig er auch. Ey, Tiere sind so nice. Guckt euch, dass es ein Lebewesen ist doch crazy, oder nicht? Guckt es euch an, auch die Beine und so, es ist verrückt. Und die Augen. That is the end of this video. We hope you enjoyed. Ehrlich, gutes Video. Ey, es war ein extrem gutes Video.